Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wie schön, dass Sie hier gefunden haben. Ich freue mich wirklich ausnehmend. Mein Name ist Tobias Bock. Ich habe die Freude und das Vergnügen, das Programm der Phil Cologne mitzugestalten und mitzuverantworten. Und es sind unruhige Zeiten. Es ist ein trubeliges Jahr für uns alle. Und das ist vielleicht auch die Stunde für eine Institution, für ein Festival, wie es die Phil Cologne ist, wo wir Denker auf die Bühne bringen wollen, wo wir Suchbewegungen auf der Bühne darstellen wollen, wo wir aber auch Disziplinen miteinander ins Gespräch bringen wollen, um vielleicht so etwas wie Orientierung geben zu können und mit mehr Fragen aus einer Veranstaltung rauszugehen, als wir vorher hatten. Das ist unser erklärtes Ziel. Und wir freuen uns sehr, jetzt, wir mussten im Juni, konnten wir nicht stattfinden, wir konnten verlegen in den September, das Wetter haben wir mitgenommen und haben eine Spitzeneröffnung, ein hochkarätiges Podium, bei dem es natürlich um uns und das Virus gehen wird. Wir freuen uns sehr, einen der profiliertesten Virologen begrüßen zu dürfen. Henrik Stege ist zu Gast. Er ist Leiter des Instituts für Virologie sowie des Deutschen Zentrums für HIV und AIDS. Und er forscht im Nahbereich des Infektionsgeschehens, besonders in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heilsberg. Wir freuen uns, dass er in diesen Tagen, er hat wahrlich genug zu tun, die Zeit gefunden hat, nach Köln zu kommen, um aus medizinischer Sicht über das Virus zu sprechen. Herzlichen Dank, Herr Streeck. Ihm gegenüber, denn es geht um einen Dialog, auch zwischen den Disziplinen. Markus Gabriel, er ist seit 2009, hat er den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie an der Universität Bonn inne. Er ist dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie und er ist Direktor des Interdisziplinären Center for Science and Thought. Er ist ungemein produktiv. Er hat allein dieses Jahr, wenn ich richtig gezählt habe, schon zwei solide, selbstständige Publikationen veröffentlicht von Rang. Zuletzt moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten, universale Werte für das 21. Jahrhundert und davor im Frühjahr bei Suhrkamp ein massives Werk Fiktionen. Er hat sich schon früh mit dem Virus auseinandergesetzt und sieht auch die Zunft der Philosophen in der Pflicht, das Geschehen einzuordnen und zu kommentieren. Deswegen haben wir ihn auch so gerne zu Gast bei der Phil Cologne, weil er sich immer wieder mit der Realität auch auseinandersetzt und das als quasi heilige Pflicht seiner Zunft ansieht. Der Dritte im Bunde ist Jürgen Wiebicke. Er ist nicht nur Mitglied der Programmrunde der Phil Cologne, er ist auch wöchentlicher Gastgeber des Philosophischen Radios bei WDR 5. Jeden Freitagabend und er ist ein wunderbarer, neugieriger Fragensteller. Er wird das Gespräch führen und leiten. Wir haben uns entschlossen dazu, aufgrund der Relevanz des Themas und des enormen Interesses und weil wir ja mit Abstand bestuhlen, einen Livestream einzurichten. In Kooperation mit unserem Medienpartner, dem Kölner Stadtanzeiger und unseren Förderern und Unterstützern, ohne die es dieses Festival nicht geben würde. Und die auch immer wieder wichtige Impulse bei der Programmarbeit initiieren. Das machen wir gemeinsam mit NetCologne und dem KSTA. Und ich darf kurz diese wunderbaren Förderer, die seit Jahren an unserer Seite sind, nennen. Das ist einmal die Identity Foundation, gemeinnützige Stiftung für Philosophie aus der verbotenen Stadt aus Düsseldorf. Grüße Familie Freies Leben aus dem Kuratorium, herzlich willkommen. Das ist zum anderen die Udo Keller Stiftung Forum Humanum aus Nevendorf bei Hamburg. Ich grüße auch herzlich Kai Wernken, wo ist er? Da ist Kai Wernken, herzlichen Dank. Auf den Seiten der Udo Keller Stiftung wird auch ein Mitschnitt dieser Veranstaltung zu finden sein in den nächsten Tagen. Auch der Imhoff Stiftung aus Köln sei gedankt. Und der Bundeszentrale für politische Bildung, die in normalen Jahren mit uns in Kooperation ein Kinder- und Jugendprogramm für Schulklassen anbietet. Das konnten wir dieses Jahr leider nicht in dieser Form durchführen, aber bestimmt im nächsten Jahr wieder. Der WDR 5 schneidet mit. Diese und einige andere Veranstaltungen, die Ausstrahlungszeiten können Sie dann den Internetseiten entnehmen. Und ein Buch können Sie erwerben bei der wunderbaren Buchhandlung Bittner dort draußen. Dort können Sie auch eine Signatur bekommen bestimmt. Und jetzt, der Worte sind genug gewechselt, bitte begrüßen Sie mit einem stürmischen Applaus Henrik Streeck, Markus Gabriel und Jürgen Wiebicke.
Ja, einen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich will das auch noch mal sagen, dass es für mich eine große Freude ist, dass dieser Abend und überhaupt das ganze Festival stattfinden kann. Denn irgendwann müssen wir ja mal anfangen, dieses Paradoxon aufzulösen, dass es in dieser Gesellschaft unglaublich viel zu besprechen gibt im Moment, auch streitig verhandelt werden muss, dass aber dafür die öffentlichen Orte fehlen. Und solche Orte einzurichten, Debatten zu organisieren, das ist die Aufgabe der Phil Cologne. Und dass Sie nun diesen Weg mitgehen, da war ich mir erst überhaupt nicht sicher, aber dass es nun so ist, freut mich unglaublich. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und jetzt etwas, was wir uns natürlich vor kurzem nie hätten vorstellen können. Als Eröffnungsabend die Begegnung von Virologie und Philosophie. Markus Gabriel und Hendrik Streeck haben gemeinsam, dass sie Professoren an der Uni Bonn sind. Aber, Herr Gabriel, um mit Ihnen anzufangen, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten Sie sich wahrscheinlich gar nicht kennengelernt, oder? Das ist tatsächlich so. Es gab ja auch einen anderen bekannten Virologen, der bis vor kurzem an der Universität Bonn war, 2017. Den hat man nicht kennengelernt. Die Virologie hatte natürlich nicht die Art von gesellschaftlicher Bedeutung und Sichtbarkeit, trotz vielfältiger Pandemien. Und etwas, worüber wir uns natürlich auch unterhalten müssen, ist, warum eigentlich jetzt? Ja, auch angesichts faktisch natürlich sehr viel gefährlicher Viren. Wir haben ja einen führenden HIV-Forscher heute bei uns. Also das ist natürlich auch ein Thema, über das wir uns unterhalten werden. Aber in der Tat, die Wahrscheinlichkeit bis vor kurzem, dass der Bonner Virologe und ein Bonner Philosoph sich begegnen und sich etwas vielleicht auch Wichtiges außer Persönliches zu sagen haben, die ist jetzt natürlich ist eine völlig neue Konstellation. Und ich darf verraten aus der Garderobe, dass die Herren beim Du sind. Das heißt, Herr Streeck, hatten Sie zu streiten bei der Kontaktaufnahme oder was war so das wechselseitige Interesse? Ich glaube, zu streiten hatten wir nicht, aber daraus hat sich immer mal wieder ein oder zwei Gläser Wein entwickelt, dass wir auch off the records miteinander gesprochen haben. Und ich finde das gerade auch sehr bereichernd in so einer Zeit, nicht über die Petrischale hinwegzuschauen und nicht nur auf das Virus zu schauen, sondern eben auch gesellschaftliche Aspekte da drin zu sehen. Und du hast dann irgendwann mal einen Kontakt zu mir aufgenommen. Und was wollten Sie wissen von ihm? Also relativ früh habe ich ja auch angefangen, wie alle. Wir verhalten uns ja irgendwie zur pandemischen Lage. Und als Philosoph versuche ich, die zu durchdenken. Aber natürlich kann ich das nicht, ohne Expertise einzuholen. Ich möchte ja die Faktenlage erstmal zur Kenntnis nehmen. Dann habe ich, einige Virologen hatten mich kontaktiert, insbesondere der Kollege Fleckenstein von der Universität Erlangen nach einem Handelsblatt-Interview. Und der wies mich dann darauf hin, wir hätten ja doch eine Koryphäe in Bonn. Ich soll ruhig einfach den Kontakt zu Hendrik Streeck suchen und habe ihn erstmal noch ein bisschen in Ruhe gelassen. Deswegen kam ich später, weil ich merkte, der Trubel und so weiter interferiere nicht an der Stelle. Und ich glaube, im April oder irgendwann oder Mai habe ich ihn dann kontaktiert, auch als relativ neuen Kollegen an der Universität, um Fragen zu stellen einfach, um die Faktenlage richtig zu kriegen. Ich kann ja als Philosoph die virale Pandemie nicht seriös kommentieren, ohne mir irgendwie einen Überblick zu schaffen, ohne mich jetzt einzuarbeiten in die Biochemie dieses Virus oder die epidemiologischen Modelle. Aber die Expertise muss ich mir an der Stelle von woanders holen. Und umso besser, dass Hendrik Streeck da, mein Kollege, es hätte ja auch schlimmer kommen können. Ja. Aber ich versuche mir das... Die Anspielungen funktionieren in diesem Zusammenhang ganz gut. Ja. Ich versuche mir das gerade mal vorzustellen. Herr Streeck, Sie haben die härteste Arbeitsphase Ihres Lebens. Sie sind jeden Tag gefragt. Sie müssen in Blitzgeschwindigkeit Wissen generieren. Und dann ruft auch noch der Philosoph an. Ja, ich muss sagen, die erste E-Mail habe ich, glaube ich, ignoriert, weil, aber es gab ja von allen möglichen Seiten einfach E-Mails, die man irgendwie gar nicht einzuordnen weiß. Und mein Problem war ja am Anfang der Pandemie, ich bin zum 1.10. habe ich ja in Bonn erst angefangen und zum 1.12. so richtig umgezogen, sodass, und schon war Pandemie. Also überhaupt gar kein
richtig mein Büro, Institut aufgebaut. Stellen sind immer noch ausgeschrieben, die wir noch nicht besetzt haben. Und mit einem Mal wollte eben jeder auch in Kontakt treten, aber das ging dann alles über meine E-Mail-Adresse. Daher war die erste Reaktion, glaube ich, gar keine Reaktion. Auf die zweite Reaktion dachte ich, ja, kann ja mal sprechen, telefonieren. Aber die Relevanz habe ich damals noch nicht gesehen. Das war nicht. Ja. Nochmal Geheimnisverrat aus der Garderobe. Also, wir sollten nicht so viel reden. Ja, wir hatten mehrmals die Situation, bevor es jetzt hier heute Abend auf der Bühne losging, dass ich immer Stoppschilder aufstellen musste, weil die beiden Herren längst im Disput waren. Und ich merke also, dass sie sich offenkundig mögen und dass sie aber auch viel auszutragen haben. Und ich fände das schön, wenn Sie uns die Chance geben, da auch mal einen öffentlichen Einblick zu geben, was eigentlich passiert, wenn ein Virologe mit einem Philosophen spricht. Herr Strick, fahren Sie ruhig fort. Sie haben gesagt, also irgendwann, Sie haben die Relevanz nicht verstanden, was soll man jetzt auch noch mit einem Philosophen? Aber irgendwann haben Sie es verstanden. Warum? Ja, er hat mich ja oft kritisiert, dass ich immer gesagt habe, man muss die anderen Fachdisziplinen mit einbeziehen, die Soziologen, Psychologen, Kinderpsychologen, Kinderärzte, gerade in Fragen der Schulen, weil ich fand, die Virologen haben da nicht die Antwort drauf. Und Markus hat es eher geärgert, dass ich nie mal die Philosophen auch ins Spiel gebracht habe dabei. Und das war eben auch das Thema, was wir eben hatten und ich eigentlich super spannend finde, ist, wir Virologen müssen ja extrem aufpassen, was wir öffentlich sagen, weil das wird so auf die Goldwaage gelegt, während die Philosophen da ja sagen können, was sie wollen. Also ja, das ist natürlich in der Tat so. Ja, und das ist einerseits, glaube ich, Indikator von etwas Gutem und andererseits zeigt es auch ein Problem. Ja, Virologen haben natürlich auch Einschätzungen, die hinausgehen über ihre erstmal ausgewiesene Expertise. Ja, also Hendrik Streeck kennt das Virus, das Infektionsgeschehen, epidemiologische Modelle und so weiter. Ja, und die Faktenlage ist bekannt. Ich glaube, da passiert gar nicht so viel, außer dass in der öffentlichen Berichterstattung sehr viel Unsinn auch berichtet wird. Und dann müsste man eigentlich Virologen fragen, die das korrigieren. Aber faktisch generiert die öffentliche Meinung eher eine Kakophonie der Virologen, die der Faktenlage häufig gar nicht wirklich entspricht. Aber darüber hinaus sind Virologen eben auch denkende Menschen, die nicht nur irgendwie Nukleotide zählen oder Infizierte, sondern die eben auch Akteure gesellschaftlicher Art sind und so weiter. Und da halte ich es tatsächlich für problematisch, dass Virologen dann nicht, wenn man sie schon in diese Rolle nimmt, auch als öffentliche Intellektuelle auch gefragt werden und umgekehrt Philosophen dann häufig nur zugetraut wird, vom Rand zuzurufen. Ja, da habe ich mich ja die ganze Zeit beschwert. Warum sind wir am Rand? Das geht so nicht. Ja, aber das war vorhin, die Situation war für mich wirklich so, dass ich dachte, der goldene Satz ist schon gesagt von Herrn Streeck und deswegen muss ich ihn hier nochmal zitieren. Philosophen dürfen alles sagen, Virologen müssen aufpassen. Lassen Sie uns mal diesen Satz filettieren. Warum müssen Sie aufpassen? Ich habe das ja am Anfang, also ich bin ja durch mehrere Stadien durchgegangen in der Kommunikation. Ganz am Anfang, also in der ersten Landsendung, da habe ich mir frei von der Leber geredet, habe gesagt, dass es beim Friseur keine Übertragung gibt von Erfahrungen aus Heinsberg, dass es im Einzelhandel keine Übertragung gibt. Und das war einfach so wirklich naiv, einfach seine Meinung sagen, wie man es sieht. Und dann kam eben dann doch ein Shitstorm, den ich vorher nur theoretisch kannte. Wenn man den praktisch mal miterlebt, ist das gar nicht so schön, wie das sich anhört. Und dann erstmal gesagt habe, ich muss mich auf das Wissenschaftliche zurückziehen, auf die Kernkompetenzen und gar nichts anderes mehr sagen. Und trotzdem wurde ich weiter eingeladen in diese Sendung und habe dann irgendwann gesagt, naja, ich werde ja wahrscheinlich auch als Mensch eingeladen, damit ich meine Meinung und meine Ansichten, die über die Virologie hinausgehen, vertrete, weil im Grunde bin ich ja Arzt, also auch Wissenschaftler, aber meine Hauptprofession ist ja Arzt und habe mit dem Spezialwissen der Virologie, aber natürlich, wenn ich einen kranken Menschen sehe, dann geht mir das genauso nah wie wahrscheinlich jedem anderen Arzt, vielleicht nicht dem Forensiker, aber und
die, aber das ist ja etwas, was ich eben auch wichtig finde, und da dann auch die Einschätzung geben zu können und gerade auch jetzt in dieser Pandemie die Einschätzung der Risiken, der Gefahren und zu zeigen, dass es ja, es gibt ein Risiko, aber ein einschätzbares Risiko. Und da hat sich dann meine Kommunikation gewandelt. Aber ich merke ja schon, dass vieles, was ich sage, dann immer auf dem Goldteller liegt. Ja, aber es gibt noch etwas anderes, was an dem Satz interessant ist. Die Virologen müssen aufpassen. Sie haben nicht gesagt, ich muss aufpassen, sondern die Virologen. Ich hätte aber, glaube ich, auch ich sagen können. Aber ich finde das, nein, das macht schon einen Unterschied. Ja. Weil wenn das Philosophen sich kloppen auf der Bühne, das wird niemanden schockieren. Das ist geradezu die Erwartung, dass es da einen harten Pluralismus gibt. Aber warum ist eigentlich die gesellschaftliche Erwartung, dass die Virologen erstens aufpassen müssen und dann auch zweitens möglichst alle der gleichen Meinung sein sollen? Ja, das ist eben das Problem mit der Wissenschaft, dass alle glauben, dass die Wissenschaft die Erkenntnis, also sagt, so ist es und so ist es nicht, also das Schwarz-Weiß demonstrieren kann, dass es da eine Grauzone gibt und das meiste eigentlich nur in irgendeiner Wahrscheinlichkeit sich bewegt und wir gar nicht sicher irgendwas sagen können. Das spiegelt sich zum einen eben dadurch wider, dass in den Interviews man dann genau diese Antwort nicht geben kann, aber auf der anderen Seite, dass man eben auch sieht, dass man als Virologe komplett unterschiedlicher Meinung sein kann mit demselben Datensatz. Wollen Sie sich jetzt mal an dem Satz versuchen, Herr Gabriel? Ja, also mir ist sehr früh aufgefallen, habe das auch in diese Richtung kommentiert, schon ab März, dass es eine wichtige Lücke gibt, ja, zwischen, und das ist natürlich in der Wissenschaftstheorie philosophisch viel diskutiert worden in den letzten 10 Jahren und auch schon länger, aber eine interessante Lücke gibt zwischen eben naturwissenschaftlichen Tatsachen, naturwissenschaftliche Tatsachen über das Virus jetzt spezifisch, ja, und sind unabhängig davon, so wie sie sind, ja, wie wir sie modellieren. Also das Virus ist eben so und so gebaut, unter den und den Bedingungen löst es das und das aus. Wir kennen nur alle diese Bedingungen nicht, weil wir mit extrem komplexen Systemen zu tun haben. Man braucht ja noch die Immunologie, all die Disziplinen, die man alleine bräuchte, um sozusagen ein vollständiges Bild zu machen, des Virus in der natürlichen Wirklichkeit. Aber egal, was wir über das Virus in seiner natürlichen Wirklichkeit wissen, daraus folgt eben nicht automatisch lückenlos, was wir tun sollen. Das heißt, die normativen, also einfaches Beispiel, fragt man einen Zahnarzt, ja, ob man Süßspeisen essen soll und der Zahnarzt berichtet nur, was das mit dem Schmelz tut, wird er sagen, niemals. Aber keiner würde auf den Gedanken kommen, Haribo zu verbieten. Ja? Aber bei dem Virus ist es jetzt so, dass die Erwartung ist, die Virologen sollen eine Mitteilung darüber machen, was das Risiko einer Infektion ist, das Risiko von schweren Verläufen oder die abendlichen Statistiken interpretieren. Und die Erwartung ist im Grunde genommen, und das halte ich für eine ganz falsche, dass die Virologen dann ein solches Urteil fällen. Wenn die Virologen, wenn man die einfach nur fragen würde, so wie ich meinen Zahnarzt gerade inszeniert habe, dann müssten sie sagen, gut, fass nie mehr irgendwen an. Wenn du bloß mit diesem Virus nicht in Berührung kommen willst, dann sperre alle Menschen zu Hause ein, trag Schutzanzüge, nie mehr jemanden. Aber das wäre ja gar keine sinnvolle Empfehlung. Und das Interessante ist, dass es eben diese Lücke gibt zwischen den naturwissenschaftlich beobachtbaren medizinischen Tatsachen und ihrer sozialen Interpretation. Und ich glaube, dass wir diese Lücke bisher nicht rational geschlossen haben in Deutschland. Ja? Immer wieder meint man, jetzt müssten die Virologen das endgültig schließen, diese Lücke. Die lässt sich aber nicht rein virologisch schließen. Was man virologisch sagen kann, sind bestimmte, genau wie Hendrik Streeck das angeführt hat, vor allen Dingen Wahrscheinlichkeiten und wie wir das in der Philosophie nennen, hypothetische Konditionale. Das heißt, tust du das und das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das und das das Ergebnis ist, so und so hoch. Daraus folgt aber natürlich nicht, was wir tun sollen, sondern nur, dass wenn du das tust, dann das passieren kann, wenn du das tust, dann das passieren kann. Und irgendwie haben wir, und das ist etwas gesellschaftlich Neues, geglaubt, dass man bloß Virologen anrufen muss und die sagen dann, was wir tun sollen. Schule auf, ja, nein, Kita auf, um wie viel Uhr, wie viele Leute dürfen hier sitzen. Auf alles erwarten wir eine Antwort von den Virologen. Ja? Und das aber ist eine bizarre Überforderung. Gut, also nochmal zusammengefasst, es gibt ein virales Geschehen, das ist Naturwissenschaft und alles, was daraus folgt, ist sozialer Aushandlungsprozess. Da müssten wir uns verständigen, wie wir das hinkriegen.
Genau, und dafür gibt es, und das möchte ich jetzt hinzufügen, dafür gibt es auch Wissenschaften. Es gibt die Geistes- und Sozialwissenschaften. Warum haben wir haben zum Beispiel das Virus, Hendrik Schreck hat das sehr gut jüngst gesagt in den letzten Wochen, überrascht, das Virus sei politisiert worden. Ja? Oder politisch, glaube ich, hast du gesagt. Und da muss man die Politikwissenschaftler fragen. Was ist der Zusammenhang zum Beispiel von, heute finden Kommunalwahlen statt, was ist der Zusammenhang von Kommunalwahlen und Corona? Das kann die Virologie nicht beantworten, das können aber auch nicht die Politiker beantworten. Da muss man die Politikwissenschaftler fragen, die Soziologen, aber auch die Philosophen zum Beispiel. Und wir, wo sind denn die Geistes- und Sozialwissenschaften, die das wissenschaftlich erforschen? Es wäre auch falsch zu glauben, dass die soziale Aushandlung einfach in den Parlamenten oder auf der Straße oder im Kölner Stadtanzeiger stattfindet, sondern es gibt auch eine wissenschaftliche Objektivierung dieser sozialen Aushandlung, die auch ja, nicht die Lücke schließen wird. Niemand schließt die Lücke. Irgendwann treffen wir Wertentscheidungen. Aber die Lücke ist etwas kleiner, wenn man die Spannweite von Geist- und Sozialwissenschaften mit in Rechnung stellt. Aber Sie beschreiben jetzt ein Ideal, was in der Praxis, vor allem in der eiligen Praxis kurz vor dem Lockdown, ja gar nicht einzulösen gewesen wäre. Also insofern im Rückblick würde ich sagen, das war schon nachvollziehbar, dass wir alle so eine kollektive Sehnsucht entwickelt haben, dass die Virologen uns sagen, was wir tun sollen. Aber wir müssen es ja nicht wiederholen. Ja, aber die Lage hat sich jetzt auch geändert. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Also in meiner, ich glaube, wir sind uns beide ganz einig, dass die erste Reaktion, ja, in einen Lockdown einzutreten und ganz viel zu bremsen, insofern richtig war, als die Faktenlage ja noch nicht so war im Februar oder so, dass man gewusst hätte, wie genau ist vor allen Dingen die Mortalität. Das schätzen wir, glaube ich, ähnlich ein. Hendrik Schreck weiß das besser als ich. Aber das scheint mir ein entscheidender Faktor zu sein. Es hätte ja im Februar, nach dem, was wir wissen konnten, hier in Deutschland, hätten wir es ja auch zu tun haben können mit einer 10% oder schlimmeren Mortalität. Deswegen hielt ich das für rational damals. Jetzt sind wir bei einer anderen Lage. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also genauso. Also ich denke, am Anfang war die Reaktion der Politik gut und folgerichtig, weil wir eine Gefahr hatten, die wir nicht einschätzen konnten. Wir haben also sind alle geprägt von den Bildern aus Bergamo und dann auch New York ein bisschen zeitversetzt, die ja wirklich erschreckend waren, mir auch Angst gemacht haben. Und daher man erstmal sagen muss, man macht, haut da erstmal drauf und stoppt alles und schaut, wie sich das entwickeln würde. Dann sind wir aber in die Phase reingegangen, wo diese Sterbewelle nicht passiert ist, von der wir ausgegangen waren, von der Zeit von vor dem Lockdown. Nicht? Also es gibt ja einmal das Präventionsparadoxon, auf der anderen Seite gibt es aber den zweiten Effekt, dass Leute gestorben sein mussten von der ersten Welle, was aber im Zeitversetzen nicht so stark ausgefallen ist wie in Italien. Und da in diesen Zeiten haben wir sehr viel über die Therapie gelernt, wie wir besser therapieren. Wir haben gelernt, das Virus einzuschätzen, zu verstehen, wie es übertragen wird. Die Rolle von Aerosolen wurde diskutiert und wir haben die Sterblichkeitsrate besser verstanden, sodass wir dann von einer Gefahr im Risiko gekommen sind und ein Risiko, was einschätzbar für jeden, für die Gesellschaft ist, aber natürlich nicht abschätzbar für das einzelne Individuum. Und das ist eben jetzt, glaube ich, eher so der Zwiespalt, in dem wir uns befinden, weil während das individuelle Risiko zwar sehr, sehr gering ist, kann es trotzdem nicht abgeschätzt werden für den Einzelnen. Aber das gilt ja für jedes Risiko. Das gilt für jedes Risiko, das ist richtig. Aber es ist ein besonderes Risiko geworden, weil wir haben noch nie ein Virus so live zugeschaut, wie wir es im Moment machen. Ja, aber dieses Spannungsverhältnis, eine Gesellschaft kann inzwischen genauer sagen, wie es um dieses Risiko bestellt ist. Aber was das dann für das einzelne Individuum bedeutet, das ist schwer abschätzbar. Das sollten Sie, glaube ich, noch ein bisschen genauer erläutern, damit jeder den Gedanken versteht. Naja, wir haben es mit einem Virus zu tun, was vor allem bei Menschen mit Vorerkrankungen und im höheren Alter ein Problem sein kann. Also so weit, dass sie nicht nur einen schweren Verlauf haben, sondern auch Langzeitschäden haben können, sondern und auch daran versterben können. Prinzipiell ist das Virus für die Gesellschaft relativ gering im Risiko, wenn man das einordnen will mit anderen viralen Erkrankungen, zum Beispiel der Grippe, der saisonalen Grippe, ist es doch 4-5-fach schwerer und gefährlicher als eine saisonale Grippe, also deutlich schwereres Risiko, aber dann
10-fach weniger Risiko, als uns die offiziellen Zahlen suggerieren. Und in dieser Balance befinden wir uns, dass wir zwar mit einem schweren Risiko zu tun haben, aber es ist trotzdem nicht so doll, wie wir es am Anfang angenommen haben. Was bedeutet, dass wir für den Einzelfall trotzdem junge Menschen haben, die daran versterben können. Das sind Einzelfälle, die nicht zusammen, man erkennt immer daran, es sind Einzelfälle, wenn man auch in den Zeitungen dann die Geschichten lesen kann von den Einzelfällen. Aber es sind nicht die Großteil der Fälle, nämlich die Großteil der Verstorbenen sind im Durchschnittsalter 81 Jahre alt, also im höheren gesegneten Alter. Aber auch dort gibt es sehr viele Verläufe. Es gibt 100-Jährige, die überhaupt keine Symptome hatten und die Erkrankung durchgemacht haben. Aber auch das ist eben eher selten, dass es dann solche Verläufe dort gibt. Und in dieser Spannung bewegen wir uns, dass wir eben auch junge Leute haben können, die einen schweren Verlauf haben. Das haben wir aber auch bei saisonalen Grippen und das haben wir auch bei anderen viralen Erkrankungen. So, und jetzt müssen wir das versuchen zusammenzubringen, was Sie beide zuletzt gesagt haben. Heute werden Sie ja vielfach zitiert in allen Medien, Herr Streeck, mit dem Gedanken, die Gesellschaft bräuchte einen Strategiewechsel. Und dann, Sie werden uns das noch erläutern, aber dann wäre die Frage, Herr Gabriel, ist das dann schon ein zu viel aus dem Munde eines Virologen? Überzieht er dann seine Rolle? Nee, gerade nicht. Ja, also ich glaube, dass wir das Folgende noch mehr hören müssten. Dazu habe ich gleich noch ein paar Fragen, die vielleicht interessant wären zu profilieren. Ja? Das Interessante ist ja, wir befinden uns, man redet manchmal mit Menschen, ist mir jedenfalls passiert in den letzten Monaten, die sagen, Mensch, so eine Pandemie hatten wir noch nie. Dann sage ich immer, wir befinden uns in vielen Pandemien, in teilweise sehr viel gefährlicheren. Zum Beispiel sind wir mitten in der HIV-AIDS-Pandemie und da haben wir mit einer ganz anderen Kategorie zu kämpfen. Niemals ist aber wäre jemand auf den Gedanken gekommen, ja, interessanterweise eine Kondompflicht einzuführen. Ja? Jetzt wird man sich die Frage stellen können, ist die These, ich mache mir eine wilde These, ich darf ja als Philosoph, genau. Aber ja, es ist jetzt keine Maskenkritik, sondern nur ein Vergleich. Ja? Jetzt da muss ich auch mal vorsichtig sein, dass man, genau, aber ich sage es trotzdem, ja, Maske als Sozialkondom. Warum? Ja, kommen wir auf den Gedanken, wir müssten staatlich das Maskentragen regulieren. Ich verstehe, warum das sinnvoll ist. Es gibt ganz viele Gründe, die man anführen kann. Senken der Viruslast dies und das. 1000 Gründe kann man anführen. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass wir nie eine Diskussion hatten über Kondompflicht. Ja, ist doch interessant. Oder über eine Grippeimpfpflicht zum Beispiel. Ja, wäre alles sinnvoll. Aber warum, und damit möchte ich jetzt anfangen, diskutieren wir jetzt dieses eine Virus auf eine so besondere Weise. Und ich glaube, das kann man nicht erklären, und da kommt jetzt meine Überlegung von Anfang, durch die Präsenz dieses Virus selbst. Wäre das jetzt so eine besonders infektiöse, durch Aerosol übertragene Sache wie Ebola, ja, dann verstehe ich, dass wir in diesem Schockzustand, den ich auch ja im März hatte persönlich, dass wir in den eingetreten sind. Da hätte ja alles kommen können. Es hätte SARS-1 sein können, nur infektiöser. Ja? Und das hätte vieles gerechtfertigt. Das war es aber dann doch nicht, sondern Hendrik Streeck hat es ja eingeordnet, etwa zahlenmäßig. Und wir haben eben andere Virus-Pandemien, nicht? Rotaviren, ekelhaft, hatte ich auch schon, furchtbar. Ja? Aber sind wir schon mal auf den Gedanken gekommen, Milliardenpakete zu schnüren, um irgendwie Rotaviren-Infektionen bei der Tagesschau jeden Abend zu hören? Mensch, was ist denn so, was ist die Rota-Aktie heute? Ja? Oh mein Gott, Rota geht hoch in Spanien, da können wir keinen Urlaub mehr machen. Da würde ja keiner drauf kommen. Und ich habe übrigens Rotaviren auf den Kanarischen Inseln bekommen, hat mich Herr Maas nicht gewarnt, ja, dass ich da nicht hinfliegen soll. Der war auch damals, glaube ich, nicht. Aber wie dem auch sei. Ja, und diese merkwürdige Situation, ja, bedarf meines Erachtens dringend einer Erklärung. Ja, und das kann man, und da wären jetzt die Virologen meines Erachtens auch gefragt, deswegen spiele ich den Ball zurück. Wir haben ja eben, wie gesagt, ganz viele andere. Wir haben 4 endemische Coronaviren in Deutschland. Ich weiß gar nicht, weiß man von denen, was die Sterblichkeitsrate ist? Kombiniert, die 4 in Deutschland heimischen Coronaviren zum Beispiel, frage ich mich auch. Ja, nee, über die 4 endemischen, also wo ja keiner die Namen kennt, also außerhalb der Virologie. gib uns doch mal 2, dann können wir damit hausieren. NL63, OC43 und HKU1 zum Beispiel, aber die sind, das letzte Coronavirus, also von den endemischen, ist rund vor 120 Jahren auf den Menschen übergegangen.
und hat wahrscheinlich etwas Ähnliches bewirkt, was man nicht mitgekriegt hat. Einige von denen sind tausende von Jahren alt. Und wir sehen das ja, also wenn man sich solche Webseiten, die ich vorher auch nicht kannte, muss ich gestehen, wie euromomo.eu, wo man wirklich die Sterblichkeitsraten in der EU sich anschauen kann. Wir gehen ja immer in Wellen hoch und runter in der Sterblichkeit, aber wir haben dieses Jahr schon einen stärkeren Ausschlag europaweit. Also das kann man nicht kleinreden. Aber trotz allem gibt es immer wieder solche Wellen, die auch ein bisschen heftiger verlaufen. Und in dieser Situation sind wir eben, dass wir ein neues Virus haben, was uns jungfräulich erwischt hat, deswegen wir heftiger darauf reagieren. Bei den anderen haben wir schon so eine gewisse Immunität in der Gesellschaft aufgebaut und von den anderen Coronaviren übrigens 10-30% unserer grippalen Infekte wissen wir aber nicht die Sterblichkeitsraten. Es gibt eine einzige Veröffentlichung aus Brasilien, die aber gar nicht so gut ist, um das richtig einordnen zu können. Herr Gabriel, wir merken uns mal für gleich Ihre Verwunderung darüber, dass es so etwas, so verstehe ich das, was Sie zuletzt gesagt haben, wie eine selektive Wahrnehmung gibt. Ja? Genau. Eine Gefahr wird jetzt ganz stark fokussiert und die anderen kennen wir nicht mal mit Namen. Das müssen wir gleich noch überlegen, was mögliche Gründe sein könnten. Aber vielleicht sagen Sie erst mal, was Sie meinen, wenn Sie sagen, unsere Gesellschaft muss sich überlegen, ob die derzeitige Strategie noch angemessen ist. Ja, ich habe ja einen konkreten Vorschlag gemacht. Also es ist ja nicht so, wir brauchen Strategiewechsel und das klingt dann auch so, als ob man komplett umschwenken würde. Die Problematik, die wir ja im Moment sehen, hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, ist, dass wir in fast allen europäischen Ländern, mit Ausnahme von Schweden, einen Anstieg der Infektionszahlen sehen, aber keinen Anstieg der Todeszahlen. Das kann mehrere Gründe haben, also jüngeres Alter der Infizierten, mehr Tests, eine ausleuchtende Dunkelziffer, und aber auch wahrscheinlich Herabsetzen der Infektionsdosis. Also das ist alte Binsenweisheit eigentlich der Virologie und Hygiene, dass bei fast allen bakteriellen und viralen Erkrankungen, wenn man viel am Anfang abkriegt bei der Erstinfektion, wird man schwer krank. Wenn man wenig abkriegt, wird man nur leicht krank. Also die Dosis macht das Gift in der Infektion. Und das wurde sogar experimentell mal an Freiwilligen mit Grippe nachgewiesen. Die haben aufstiegenden Anteil an Viren gekriegt und wurden schlimmer krank. Also das ist auch wissenschaftlich wirklich mal getestet worden am Menschen. Und in dieser Situation sind wir das. Ich habe das jetzt alles reingeschoben, weil Abstand halten, Maske tragen, Husten-Niesetikette und so weiter und so weiter, das verringert ja die Infektionsdosis. So dass wir eine Schere im Moment haben, wir haben einen Anstieg der Infektionszahlen, aber sehr ohne Symptome, aber keinen Anstieg der Todeszahlen. Es sind in Deutschland rund 4% der Infizierten werden nur stationär behandelt, noch nicht mal intensivmedizinisch, sodass wir, wenn wir nur auf die Infektionszahlen weitergehen, und man kann sich gut vorstellen, dass zum Herbst und Winter wir enorme Zahlen an Infektionszahlen wieder sehen werden, dass der Fokus, den wir als Gesellschaft haben müssen, sind ja unsere Krankenhäuser und die Ressourcen in die Krankenhäuser, was wir ganz am Anfang der Pandemie auch mal drüber geredet haben, nämlich, dass wir dort die Kapazitäten für denen es doch mal einen schweren Verlauf haben sollte, dass wir die frei halten. Und Daher war mein Vorschlag heute eben eine Ampel einzuführen, in dem Sinne, dass man vier Faktoren mit berücksichtigt, nämlich wie viel wurde getestet, wie sind die Infektionszahlen, wie ist die stationäre Belegung und wie ist die intensivmedizinische Belegung. Das zusammengefasst in einem einfachen, verständlichen System, dass wir bei 5000 Infektionen pro Tag nicht alle wieder in Panik geraten, sondern wirklich uns auf das fokussieren, worauf es eigentlich ankommt, nämlich dass wir die Todeszahlen runterhalten und stationäre Belegung freihalten. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, dass jeder Mensch die beste mögliche Versorgung hat. Haben Sie denn schon etwas gehört von Herrn Drosten oder vom Robert-Koch-Institut? Ich habe nur von Lauterbach gehört, aber da achte ich nicht so drauf. Das finde ich auch, also ich meine, jetzt so ein Lauterbach-Einschub für ihn. Er hat ja recht, dass es Langzeitfolgen gibt von Covid-19, also Erkrankte können schwere Langzeitfolgen haben. Aber Langzeitfolgen zu haben, ist sehr, sehr,
selten. Die Mediziner im Raum sind, wissen vielleicht, dass man auch von Mandelentzündungen zum Beispiel Langzeitfolgen haben kann, also auch schwere Autoimmunerkrankungen von einer ganz normalen Streptokokkenmandelentzündung. Aber trotzdem sind sie sehr, sehr selten. Und daher sind solche Warnungen dysfunktional, weil sie Angst machen und der Mensch kann sie, der Normalbürger kann sie nicht einordnen, wenn man nicht direkt vom Fach ist. Also über Angst müssen wir gleich noch sprechen. Ja. Aber ich versuche erstmal zu verstehen, was das dann praktisch hieße. Angenommen, es gäbe diese Ampel, dann stünde die auf hellgrün. Auf hellgrün. Ja. Das heißt, wenn nicht das Land Nordrhein-Westfalen darüber bestimmt, wie wir hier sitzen, sondern Sie, dann könnten wir jetzt eng nebeneinander rücken? Nein. Ich habe nicht gesagt, dass man danach die Maßnahmen jetzt im Moment richten sollte. Wir sollten aber als erstes anfangen, unseren Fokus als Gesellschaft zu ändern, nämlich auf das, was eigentlich in der Pandemie zählt und übrigens immer in der Pandemie nur gezählt hat, nämlich wer schwer erkrankt ist. Zweitens, wenn wir dann sehen, wie der Herbst und Winter sich verhält, dann können wir danach die Maßnahmen regeln. Aber wir brauchen ja immer erstmal Erfahrung und einen Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen können, damit wir auch sagen können, so können wir es einordnen. Wir sind durch einen sehr milden Sommer gegangen im Infektionsgeschehen, aber Herbst und Winter, das wissen wir von anderen Coronaviren, da werden wir eine Explosion an Zahlen haben. Die Frage ist nur, welche Zahlen sind für uns als Gesellschaft denn wichtig? Und das sind, glaube ich, nicht die Infektionszahlen. Und wenn dann die tägliche Zahl vom Robert-Koch-Institut nicht irgendwas zwischen 1000 und 2000 ist, so wie es im Moment der Fall ist, sondern sagen wir mal im Herbst und Winter mal 10, dann sagen Sie uns gerade, heißt das trotzdem nicht, dass wir in Panik geraten sollen, weil entscheidend ist, was in den Krankenhäusern geschieht. Ganz genau. Also das Virus wird ja nicht weggehen. Und eine Lösung der Pandemie kann nicht sein, dass wir erstmal alles, das ganze Leben auf Halt setzen. Das haben wir ja jetzt am Anfang ein bisschen gemacht, aber wo wir im Moment sind, ist, dass wir irgendwie so sehr angezogen mit der Handbremse fahren. Aber das wird sich ja auch nächstes Jahr so weiterziehen, durch den Winter und Herbst ziehen, das wird sich im nächsten Jahr weiterziehen. Dann steht dann immer noch mal die Idee, dass vielleicht mal ein Impfstoff kommen könnte, aber es könnte auch noch in 5 Jahren so weitergehen. Und daher kann der Fokus nicht sein, dass wir eine Pandemie dadurch bewältigen, dass wir uns Infektionszahlen anschauen, sondern dass wir ein Leben mit Corona ermöglichen, ohne dass die Leute Angst vor den Infektionszahlen haben, sondern dass wir dort, wo es drauf ankommt, dass wir dort die besten Ressourcen haben, nämlich die, die wirklich schwer erkranken, und dass wir gemeinsam als Gesellschaft aufeinander aufpassen, Abstand halten, Maske tragen und so weiter, und so das Infektionsgeschehen mitkontrollieren. Aber das bedarf einem gesellschaftlichen Zusammenhalt, und den erreichen wir besser darüber, dass wir sagen, hier, passt auf. Aber ist es ein Gebot, ist es nicht eine Anordnung, dass unser ganzes Leben nur aufoktroyiert wird, wie es im Moment so funktioniert? Aber das ist jetzt interessant, dass Sie die Formel vom gesellschaftlichen Zusammenhalt benutzen. Denn das könnte doch schon, Herr Gabriel, die Grenzüberschreitung sein. Oder sagen wir mal einen Rollenwechsel. Wir haben uns so lange unterhalten. Ja, daher kommt der Rollenwechsel. Aber ich glaube, das ist trotzdem ganz wichtig, weil was wir vergessen in unseren Berechnungen, ja, wenn wir jetzt auch, wenn wir uns konzentrieren, das ist schon sehr vernünftige Beschreibung, wo ich alles unterzeichnen würde, auch was ich gerade gehört habe. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir, wie ich das genannt habe, mal in der Situation einer gesamtgesellschaftlichen Triage sind. Oder anders gewendet, um das Triage-Wort auszuklammern, wir reden ja hier über gigantische Ressourcenverteilung und riesige Kollateralschäden. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel geopolitischer Kollateralschäden. Die Grenzsituation Türkei-Griechenland hätte nicht die Gestalt, die sie jetzt hat, wären wir nicht in der Corona-Pandemie mit den Grenzschließungen. Die Moria-Situation wäre eine andere Situation. Und
und natürlich alle anderen geopolitischen Lagen. Wir haben noch gar keine Ahnung, was wir tun, wenn die Wirtschaftskrise oder Pluralwirtschaftskrisen uns treffen. Die kommen. Das wird im Moment gebremst durch geschickte Konjunkturprogramme, Kurzarbeitergeld und so weiter. Wir haben da tolle Maßnahmen in Deutschland, aber das ist nur eine Bremse. Ja? Was passiert denn, wenn das eintrifft? Und es könnte sein, das müssen wir überlegen. Ja? Darüber redet keiner, über diese Art von Kollateralschäden. Und ich gebe ein Beispiel aus dem Alltag. Wir haben ja alle so Alltagsbeispiele für Kollateralschäden. Ja? Die werden nur nicht berechnet. Meine Frau arbeitet an der Brennpunktschule und da gab es den Fall, ja, dass irgendwie in der Mensa nur Zugang war für bedürftige Kinder, die ein Mittagessen brauchen, das sie übrigens nicht hatten während des Lockdowns. Ja? Die hatten jetzt also mal Hunger. Ja? Wir sind hier in Deutschland, das gibt's. Und die können nicht dahin, weil sie digital sich anmelden müssen für den Bon, haben aber zu Hause kein Internet und können da nicht essen. Das ist ein anderes Problem, als zu Hause irgendwie nicht den tollen Zoom-Unterricht mitmachen zu dürfen, sondern es ist noch viel schlimmer, da gibt es nichts zu essen. Ja, das sind Kollateralschäden. Und die ganzen Grenzschließungen und natürlich die Außenpolitik, die wir jetzt betreiben, ja, also durch Reisewarnungen. Was bedeutet es denn zum Beispiel für die deutsch-spanischen Verhältnisse politischer Natur innerhalb der EU, dass wir mittels Reisewarnungen operieren? Egal wie sinnvoll die aus hygienischen Gründen sein mögen, aber das ist ja nur ein Gesichtspunkt. Wenn wir den medizinischen Gesichtspunkt auf eine bestimmte Weise interpretiert verwenden, um Außenpolitik zu betreiben oder Wirtschaftspolitik, dann ist die Frage, was wir uns da eigentlich gerade antun im geopolitischen Geschehen. Was macht denn China jetzt gerade? Ja? Darüber müssen wir doch nachdenken. Wie stellt sich denn China auf? Und was wir zum Beispiel stattdessen tun, und das möchte ich mal verurteilen, ist das nämlich Corona-Olympiade. Jetzt sind die Olympischen Spiele und die EU ausgefallen, also spielen wir Corona-Olympiade. Ja? Wie steht's denn? Deutschland, super. Ja? Vor uns ganz viele, Indien, 90.000 am Tag, ach, die Inder, klar, und Lateinamerika zieht nach. Deutschland steht noch gut da im Vergleich zu Frankreich oder sowas. Ja? Und das halte ich für extrem problematisch. Das läuft ja auch über die infizierten Zahlen. Diese bizarre Wahrnehmung von Gesundheitspolitik. Ja? Das sehe ich auch als Problem an, dass wir glauben, die Pandemie als Land alleine bewältigen zu können. Ich hoffe dass wirklich, dass die WHO gestärkt aus dieser Situation herauskommt, weil Pandemie ist international und es kennt keine Landes- oder Kontinentgrenzen. Das hat man sehr schön an Neuseeland gesehen, wo die ja wirklich als Insel ein gutes Szenario hätten, sich das rauszuhalten, das Virus. Aber wir werden diese Pandemie nur als Weltgemeinschaft bewältigen können. Und daher sehe ich es auch nicht gut an, dass man sagt, ja, wir sind besser als Frankreich oder Spanien. Gerade auch, wenn man jetzt den Vergleich wieder mit Schweden zieht. Und damit will ich auch nicht Schweden jetzt als richtiges Modell wissen. Aber Schweden ist das einzige europäische Land, wo die Infektionszahlen dauerhaft runtergehen. In allen anderen Ländern steigen sie an. Und hier einen offenen gemeinsamen Blick zu haben, weil das Wichtige daran ist, und da sind wir am Anfang wieder, kein Virologe, kein Politiker weiß, wie man in einer Pandemie richtig umgeht. Wir haben keine Erfahrungswerte, wir haben nur von anderen Infektionen, wo wir uns Anhaltspunkte zuziehen können, wir können das Virus einschätzen, aber welche Maßnahmen richtig sind, wie man das als Gesellschaft bewältigt, da gibt es keinen Blueprint für. Wenn Sie sich mal überlegen, was Ihre Wissenschaft in den vergangenen Monaten erlebt hat, und Sie stellen sich das vor als zwei Stapel. Auf dem einen Stapel ist das Wissen und auf dem anderen Stapel ist das Nichtwissen. Welcher Stapel ist größer geworden? Welcher Stapel größer? Das kann ich gar nicht so gut sagen. Ich finde eigentlich ist das Wissen, also ich muss das anders sagen, weil das Wissen in dem Fachbereich ist größer geworden, deutlich. Aber das Nichtwissen über alles andere, also Gesellschaft, Umgang in einer Pandemie, also diese Peripherbereiche, da merken wir, wie gering das eigentlich ist. Da ist das Nichtwissen größer geworden. Also wir produzieren als Gesellschaft jeden Tag neue Zahlen, aber wir wissen doch überhaupt nicht, wer jetzt zum Beispiel in diesem Saal positiv ist oder war. Gut, aber das ist ja nicht Wissenschaft. Ich will jetzt keine Angst. Ja.
Genau, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich deswegen auch unterstützen, was du gerade gesagt hast. Ja? Wissenschaft, zum Beispiel Virologie, ja, beschäftigt sich mit der abstraktesten Modellierung. Das heißt, da geht es die Übersetzung von virologischer Forschung in die Frage, wie viele Menschen in diesem Raum infiziert sind, wo man dann testen müsste, zählen Symptome und so weiter. Diese Übersetzung ist nicht mehr Wissenschaft. Und das ist das Interessante. Man übersieht, dass die harte Grundlagenforschung, avancierte, die wir dann übersetzen in medizinische Praxis über Gesundheitsämter und verschiedenste Maßnahmen, dass das schon alleine das nicht dasselbe ist. Das wird aber in der Öffentlichkeit auch verwechselt. Ja? Ein super tolles virologisches oder dann eben, hängt ja zusammen, epidemiologisches Modell, das man verwenden kann, das wirklich eine hochkarätige Forschung ist, hat noch lange keine Auswirkungen auf die Frage, wie viele jetzt hier infiziert sind. Aber man glaubt, dass Virologie sowas ist in der Öffentlichkeit. Wenn man Herrn Streeck fragt, der wird schon wissen, ja, wie viele Leute infiziert sind in dem und dem Dorf in Bayern. Der guckt so mal drauf und sagt, ich glaube, das sind 7. Ja? Aber dazu kann Hendrik Streeck als Wissenschaftler erstmal überhaupt keine Auskunft geben, sondern wird sagen, wir müssen eine Studie machen, wir müssen da zählen. Das ist, die Wahrnehmung aber von der Virologie in der Öffentlichkeit ist, dass die Virologie heißt, das sind die, die alles über das Virus, seine Ausbreitung, Krankheit, überhaupt alles darüber wissen. Und das ist ganz bizarr. Ja? Das wäre so, als würde man sich fragen, nicht, was ist das Bruttoinlandsprodukt von Australien? Fragen wir die Mathematiker. Was wissen die denn über das Bruttoinlandsprodukt? Nur weil es Zahlen sind? Ja? Und ich glaube, das ist auch in der Öffentlichkeit nicht klar, auch wie viele medizinische Disziplinen alleine beteiligt sind. Ja. Also nehmen wir die Heinsberg-Studie, ja? Auch bizarr. Das ist eine der wichtigsten Studien. Gott sei Dank wird endlich mal seriöse Wissenschaft betrieben. Und was passiert, wird verheizt angegriffen, das und das. Der Shitstorm, der gekommen ist, dafür, dass wir wenigstens endlich mal Zahlen kriegen. Aber Klammer zu, da waren ja nicht einfach Hendrik Streeck, ist ja nicht hingegangen, gesagt, ich bin Virologe, ich weiß über das Virus Bescheid und ist so durch Heinsberg spaziert, hat Sachen aufgeschrieben. Sondern es war ein hochkarätiges Team verschiedener Disziplinen, oder? Ich weiß nicht, wie viele medizinische Disziplinen alleine beteiligt sind, um so eine Studie zusammenzustellen. Die Immunologen natürlich bestimmt und die Hygieniker und ich weiß nicht, was. Immunologen, Hygieniker, die Pharmakologen haben da mitgemacht, also das Zentrallabor, die Biostatistiker, mehrere Biostatistiker, die Studienzentrale, also die ganze klinische Zusammenhalt dabei macht, da hatten wir Kinderärzte dabei, damit wir Kinder untersuchen können. Also das waren schon viele, über 40 verschiedene Personen waren dabei und keiner hat sich im Übrigen infiziert, weil dann am Ende doch die Virologen wieder dabei waren. Also ich will nochmal auf die Stapel zu sprechen kommen. Sie haben ja gezögert. Also ich hätte eigentlich gedacht, Sie sagen wahrscheinlich eher, der Stapel mit dem Nichtwissen wird größer, weil mit jeder neuen Erkenntnis haben Sie ja 10 neue Fragen an der Backe. Ja, so. Aber er hat es eigentlich sehr gut zusammengefasst, weil von der Virologie, von der Grundlagenforschung haben wir das Virus eigentlich sehr gut begriffen. Da gibt es so ein paar Kinks, die wir nicht verstehen bisher, aber wir kennen was ja. Was sind jetzt Kinks? Also so kleine Finessen des Virus, was wir noch nicht verstehen. Natürlich gibt es dann in der Interaktion mit dem Menschen gibt es sehr vieles Unwissen, aber das Virus selber, das ist ja dann nochmal was. Also wenn man nur das Virus sich anschaut, dann haben wir schon sehr, sehr viel Wissen geschafft. Aber wenn man dann reingeht, die Interaktion vom Virus mit dem Menschen, da gibt es viele Wissenslücken natürlich. Ausgerechnet die Frage, die uns interessiert. Ja, und dann die ganzen Fachbereiche drumherum. Ne? Wie kann man das Virus angreifen? Wie kann man den im Umgang mit der Zelle vielleicht angreifen? Und so weiter. Wie würden Sie die Stapelfrage beantworten, Herr Gabriel? Ja, ich würde auch sagen, virologisch rein, jetzt im präzisen Sinne von Virologie, massiv, ging schnell, viel Geld, gute Leute, gar nicht so ein schwieriges Virus wohl, was ich höre. Nicht das Schwierigste, war schnell sequenziert, man wusste relativ viel, relativ schnell. Das ging rasant, glaube ich, in meiner Wahrnehmung. Ja, von 80%, auch 79% ähnlich mit dem SARS-1. Ja, ne? Genau, also das war schon mal ein guter Start. Mehr als die Hälfte. Genau, also das heißt, virologisch war relativ schnell eigentlich der Laden dicht. Ja? Und das wurde auch nicht richtig kommuniziert, weil in der öffentlichen Wahrnehmung war die Virologen dies und das und jenes. Nein, im Sinne der virologischen Expertise gibt es wenig Bestrittenes und Umstrittenes und super Forschung ist gemacht worden. Aber, und jetzt wird es eben interessant, das komplexe System, also das Virus als soziale Entität, heißt, das Virus integriert in andere Systeme. Es gibt das Virussystem, das ist gut studiert. Dann trifft das
Virus aber auf verschiedene Systeme. Dazu gehört das extrem komplizierte menschliche Immunsystem und das andere Lebewesen. Da wird es schon sofort komplizierter. Aber das Immunsystem ist Teil des Systems Mensch. Das hat keiner ganz durchschaut, sowieso nicht die Medizin. Die Medizin kann nicht den ganzen Menschen studieren. Keiner hat irgendeine Ahnung, was Bewusstsein ist medizinisch. Wir wissen nicht mal, ob es ein neuronales Korrelat gibt, warum Neuronen. Ja? So, das heißt, das Wichtigste am Menschen, zum Beispiel, dass ich gerade hier bin und mir meiner selbst bewusst bin, kann ein Mediziner keine Meinung drüber haben. Ja? Weil wir das halt nicht wissen, Ende aus, ehrlich. Ja? Und jetzt geht es aber noch weiter. Jetzt kommt das System Menschengruppen, dazu gehört das System Virologie als Gesellschaft und dann kommt noch die gesamtmenschliche Gesellschaft. Also das Ausmaß und die Politik und so weiter, die Systeme, die hier aufeinandertreffen, das Aufeinandertreffen dieser Systeme untersucht gerade niemand. Ja, weil das ist, wenn ich jetzt versuchen würde, eine Zahl an Komplexität daran zu heften, würden selbst irgendwie Physiker sagen, nee, das sind so große Zahlen, dafür haben wir gar keine Computer, das kann Google nicht mal berechnen. Es wird aber in der Öffentlichkeit so getan, oder die Wahrnehmung entsteht, sagen wir es mal so, sonst klingt das nach Intention. Die Berichterstattung hat die Form, dass viele Menschen den Eindruck haben, dass die Infektionszahlen sowas sind wie die Antwort auf die Frage, was wir tun sollen. Ja, das ist aber eine bizarre Halluzination epistemische. Ja, das ist also, ich glaube, wir haben eine heftige Wissens- und Wahrheitskrise und das Virus trifft auf die. Die gibt es ja schon vorher. Fake News, Propaganda, Ideologie, soziale Netzwerke, Shitstorm gibt es ja schon vorher. Und jetzt trifft dieses Virus, das ist eine Paradoxie, die ich beobachte. Ja, wir sind wissenschaftlich viel weiter als noch vor 10 Jahren. Auch in der Virologie, glaube ich, die Fortschritte sind massiv, die man einfach hat in den Disziplinen. Einerseits sind wir viel weiter als Wissensgesellschaft und andererseits sind durch, als Ergebnis der Wissensgesellschaft, Stichwort Digitalisierung, alle diese Systeme der Herstellung von Ideologie auch mit aufgestiegen. Und das trifft meines Erachtens aufeinander. Sie haben ja vorhin von der Lücke gesprochen. Ja. Das ist ja das, was Sie jetzt auch nochmal versucht haben zu beschreiben. Und also meine Frage ist, wäre übrigens auch eine an Sie, Herr Streeck, wenn es eine Fokussierung gibt auf ein virologisches Geschehen, was jetzt im Moment die ganze Welt betrifft. Und in allen Ländern der Welt, die virologische wissenschaftliche Kompetenz haben, wird das beforscht. Und es wird in ganz vielen Ländern gleichzeitig neues Wissen generiert. Wo fließt das eigentlich zusammen? Wer kann das noch zusammendenken? Und das ist ein Problem, was wir in der Tat gerade haben, also dass wir sogar Probleme haben, aus der Virologie durchzusteigen, welches Wissen jetzt entstanden ist. Früher war das immer sehr einfach, wir haben PubMed, wurden die ganzen Informationen gesammelt. Jetzt durch die ganzen Preprint-Server, also dass das vor dem Gutachtenprozess schon auf irgendeinen Server geladen ist, findet man sehr schwer noch durch, welche guten Studien überhaupt veröffentlicht werden und was sind schlechte Studien. Viele Studien sind ja zurückgezogen worden mittlerweile, wie zum Beispiel das Hydroxychloroquin, ne, was zum Teil mal dachte, dass das wäre ein gutes Heilmittel gegen Corona. Und da haben wir ein Problem, dass wir da keine gute Zusammenfassung weltweit haben der Daten und viele Sachen werden ja auch gar nicht publiziert, sondern gehen dann erstmal in den Erfahrungsschatz der einzelnen Forscher ein. Aber geben Sie uns mal eine Idee, wie viele neue Studien gibt es global, sagen wir mal, pro Woche? Ein paar hundert. Das können Sie doch gar nicht alles lesen. Nö, nein. Aber man hat da ja auch einen Blick dafür, man scannt die durch, man liest da 2 Sätze und überlegt, ob es dann wichtig ist für einen, das weiterzulesen oder nicht. Man hat ja auch so ein paar Arbeitsgruppen, auf die man mehr schaut als auf andere. Aber nein, man kann das nicht alles lesen, das stimmt. Herr Gabriel, wie können Gesellschaften das organisieren, diese Wissensakkumulation in kurzer Zeit? Ich glaube, wir müssen mehr darüber lernen, dass wir eben plurale Modi jetzt brauchen, um uns selbst als, also der Mensch ist ja primär, so verstehen wir uns seit mehreren tausend Jahren, als das rationale Lebewesen, das Animal-Rationale. Ja? Das heißt, wir sind ja die durch Wissensproduktion, unter anderem naturwissenschaftliches Wissen, aber eben auch anderes, ja, uns selbst als gesellschaftliche Lebewesen steuern. Das machen die anderen Tiere, soweit wir wissen, nicht. Ja? Menschen können die Frage diskutieren, ob sie Vegetarier werden sollen, Löwen beißen zu. Die Löwen sagen nie, Mensch mit den Gazellen muss das sein, Umwelt, CO2, wir purzen zu viel. Das ist kein Thema für Löwen. Ja? Löwen haben auch keine Wissenschaft, die haben keine Ahnung, dass es
Galaxien gibt, nichts wissen die Löwen. Ja? Das ist kein Vorwurf an die armen Löwen. Ich will jetzt auch nicht sagen, tretet die Löwen mit Füßen. Es macht uns nicht zu besseren Tieren, aber so sind wir. Wir sind die rationalen Tiere. Und unsere Rationalität ist im Kern getroffen in der Moderne durch diese Paradoxie, die wir jetzt in größter Form erleben. Nämlich zum ersten Mal tut die Menschheit, das scheint mir auch mit eine Neuigkeit zu sein, ich glaube nicht, dass die Menschheit als Ganze global vernetzt, Internet, überhaupt schon einmal dasselbe auf einmal getan hat, mit einer Zeitverzögerung von höchstens 1 bis 2 Monaten. China ist ja immer noch 2 Monate vor uns in den Phasen, deswegen finde ich es bemerkenswert, dass wir darüber nicht mehr berichten. Man muss sich auch fragen, was gerade in China los. Ja, aber zum ersten Mal tut die Menschheit synchronisiert dasselbe, reagiert auf dieselbe Gefahr, die sie ins Zentrum gerückt hat. Das scheint mir schon mal eine Innovation zu sein. Und das ist möglich einerseits durch die Wissensgesellschaft. Aber diese Wissensgesellschaft trifft jetzt auf die schärfste epistemische Krise, die die Menschheit je hatte, nämlich den Zweifel daran, dass es überhaupt Wahrheit und Wirklichkeit gibt. Deswegen müssen wir die ganze Zeit ankämpfen, während wir diese Schwierigkeiten, die wir hier diskutieren haben, haben wir es auch zu tun mit einem Bolsonaro oder mit einem Donald Trump und so weiter und eben vor allen Dingen mit den sozialen Netzwerken. Ja? Das halte ich für eine unterschätzte Gefahr, auch in dieser Pandemie. Alleine was die Virologen ertragen mussten auf Twitter oder mit Twitter, ja, spricht meines Erachtens dagegen, dass ein solches Netzwerk weiterhin existieren soll. Gut, aber vergessen wir für den Moment Trump und Bolsonaro und so weiter. Haben Sie eine Idee, wie das gehen könnte, wie man solche Wissensnetzwerkbildungen produktiv machen könnte? Ja, ich würde ja sagen, da habe ich auch in meinem Buch für plädiert, Ethik und Philosophie im breiten Sinne für alle als Pflichtfach ab Grundschule wegen sowas wie Wissenschaftstheorie. Sowas, was ich gerade diskutiere, den Zusammenhang von Fakt und Wert, ja, oder von nicht alleine, was ich jetzt versucht habe, hoffentlich halbwegs angemessen, einzusortieren als Philosoph, wo in etwa die Virologie steht, was der Unterschied ist zwischen Virologie und ihrer Anwendung. Das waren wissenschaftstheoretische, philosophische Überlegungen, um Unterschiede zu ziehen, die der Virologe nicht zwingend ziehen können muss. Ja, Hendrik muss in seiner Ausbildung, um Spitzenvirologe zu sein, nicht das Verhältnis von Virologie und Soziologie mitlernen. Ja? Aber ich denke, als Gesellschaft bräuchten wir alle eine Kompetenz in der Einsortierung von Expertise. Weil wozu es jetzt gekommen ist, ist einerseits eine völlig bizarre Überhöhung virologischer Expertise, weil sie falsch eingeschätzt wurde. Virologen müssen alles wissen, was wir tun sollen. Und so, als das dann enttäuscht wurde, ja, kam dann der Gegenschlag und dann kam irgendwie ein absurder Angriff auf Virologen, die Personalisierung der Figuren und so weiter. Und auch so, was ich für übrigens einen unvorstellbaren Skandal halte, das wollte ich bei der Gelegenheit mal sagen, diese eine Wissenschaftsjournalistin Mighty oder wie sie irgendwie heißt, die auf YouTube, das halte ich zum Beispiel, war ein großer Angriff auf die Demokratie, dass virologische Expertise an Figuren weggemacht wurde, nicht? Das Virologen-Ranking. Ja, das geht nicht, ja, in einer solchen kritischen Situation. Weil das hat die Expertise, ja, in Frage gestellt. Wir haben, glaube ich, gesellschaftlich noch nicht die richtige Einstellung dazu, wie wir einfach mit wissenschaftlicher Expertise umgehen. Ja, ich finde, da muss ich 2 Punkte zu sagen. Einmal, was ich wirklich, was mir auffällt, ist, dass Wissenschaft hat ja keine Schwarz-Weiß-Antworten, dass es eine richtige Antwort geben muss. Und das merkt man in den sozialen Medien, aber auch in der Presse, dass es nur eine richtige Antwort gibt auf eine Frage. Und das ist irgendwie abhanden gekommen in dieser Pandemie, dass man diese Abwägungsprozesse, die da natürlicherweise ja ablaufen müssen in einer Pandemie, dass wir das komplett über Bord werfen, sondern sagen, es gibt nur einen richtigen Weg. Und gar nicht sehen, dass es eigentlich wahrscheinlich viele, viele richtige Wege gibt, aber keiner bisher den richtigen, genau den besten Weg kennt. Das Zweite, was ich daran sagen will, was mir auch an der MIT aufgefallen ist, ist, und die hat das ja sehr zur Spitze getrieben, dass sie eben Behauptungen aufstellt, wir haben jetzt schlimmen exponentiellen Anstieg, schlimme zweite Welle und so weiter, und dann in einem weiteren Video sagt, ach, ist nicht so schlimm gekommen, habe ich mich gehört, umso besser. Und ich finde, da gehen sowohl für Wissenschaftsjournalisten, aber auch vor allem auch Wissenschaftler, haben eine Verantwortung, dass sie auch das, was sie sagen, dass das auch nicht nur fundiert ist, sondern auch eine Nachhaltigkeit hat. Zwar ist unser Wissen immer nur auf Zeit, aber
wir haben da auch eine Verantwortung. Und es wieder am Anfang der Phase immer davor geredet, wir sind in einem ICE und stürzen auf den Abgrund zu und müssen jetzt die Notbremse ziehen und so weiter. Das sind gefährliche Äußerungen, weil sie für die Gesellschaft gefährlich sind. Das ist aber etwas, wo die Philosophen lautstärker werden müssen. Genau. Deswegen habe ich mich ja zu Wort gemeldet und auch vor allen Dingen einen Platz an diesem Tisch der Debatte immer wieder eingefordert. Denn traditionell, ja, wir befinden uns jetzt im 21. Jahrhundert und immer ist die Frage, ja, wie bringen wir Disziplinen, die es länger schon gibt, ja, Virologie natürlich, Robert Koch heißt ja nicht zufällig so, Robert Koch Institut und so, da gibt es ja eine gloriose Vorgeschichte. Wie bringen wir denn die Dinge, ja, ins 21. Jahrhundert? Und ich glaube, die Philosophie, jetzt sehen wir an diesem Beispiel, aber eben auch an anderen, ins 21. Jahrhundert zu bringen, also als Gegenwartsphilosophie, bedeutet, dass wir lernen, dass sie an diesen Tisch gehört. Also wir hätten, mein Beispiel, wir hätten keine Gewaltenteilung, hätte nicht der Herr Montesquieu sich hingesetzt und L'Esprit des Lois geschrieben. Der ist auf den Gedanken gekommen, Philosophen, Gewaltenteilung wäre eine Idee. Wir hätten keinen demokratischen Rechtsstaat, wir hätten das Wort Menschenwürde, nicht Artikel 1 der Verfassung, ohne Immanuel Kant und Hegel. Das muss man sagen, übrigens 250 Jahre Regel, wir hätten überhaupt keinen demokratischen Rechtsstaat ohne ihn. Den wollte er zwar nicht, der war Monarchist, aber nicht ohne die Intervention wäre das nicht dazu gekommen. Und was machen wir jetzt im 21. Jahrhundert? Da muss die Philosophie genauso an den Tisch, und zwar in derselben Weise wie andere Wissenschaften. Nicht, weil wir automatisch sagen können, was sollen wir tun? Kita öffnen? Ja, nein, um wie viel Uhr? Sondern weil die Reflexionsprozesse, ja, die wir brauchen, rationalen, damit wir auch kohärent umgehen und stringent mit dem Virus und nicht das, was wir alle in unserem Alltag erleben, die vielen Widersprüche haben. Ja? Wer weiß denn, was gerade die Corona-Regeln in irgendeinem Bundesland sind, auch im eigenen. Das muss man auffällig nachschlagen. So. Ja? Und da sind einfach viele Widersprüche, die durch die Komplexität, das ist keiner Schuld, ich zeige auf niemanden, aber diese Komplexität, die können wir nur untersuchen, wenn auch die Philosophie am Tisch ist. Und das ist der Platz, den ich eingefordert habe. Deswegen habe ich ja gesagt, also Hendrik Strick hat es ja früher auch gesagt, wir brauchen hier multidisziplinäre Teams. Und das scheint mir selbstverständlich. Ich glaube, Sie beide treffen sich in einem Punkt. Sie haben von Abwägen gesprochen, heute von dem Strategiewechsel. Sie haben vorhin, Herr Gabriel, auf die Folgeschäden hingewiesen. Und da wird es ja dann auch schwierig, weil wir haben im Moment als eine Richtschnur, an der sich viele orientieren, was sie kritisieren, die tägliche Zahl. Ja. So und so viele Infektionen. Folgeschäden, wie Sie sie nennen, sind aber nur schwerlich zu quantifizieren. Deswegen frage ich mich, wenn man Angst und Panik in eine rationale Risikoabwägung verwandeln will, das ist doch, glaube ich, das Projekt, was Sie beide verbindet, was kann denn dann eigentlich ein ethischer Kompass sein? Ja, ich glaube, dass das, was wir tun sollen oder unterlassen sollen, also wenn wir diese gesellschaftliche, aber auch moralisch-ethische Frage stellen, ergibt sich aus einer Kombination der zur Kenntnisnahme der nicht moralisch relevanten Tatsache. Das sind zum Beispiel beim Virus natürlich die Expertise der Virologen unter anderem, aber auch anderer medizinischer Disziplinen. Das müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Und dann brauchen wir als Basis für alle ethische Überlegungen das, was ich das moralisch offensichtlich nenne. Ja? Also zum Beispiel gibt es überhaupt keine Kultur dieser Welt, die der Meinung ist, Neugeborene die Treppe runterwerfen wäre eine gute Idee. Ja? Das heißt, es gibt eine grundlegende Universale bei Menschen auch evolutionär, ja, als prosoziales Lebewesen verankerte moralische Intuition. Und was wir kombinieren müssen, ist unser fortgeschrittenes Wissen. Wir wissen halt mehr als Menschen vor 200.000 Jahren, aber wir haben erstmal dieselben moralischen Grundlagen wie Menschen vor 200.000 Jahren. Und wir brauchen die Kombination aus unseren evolutionär ererbten moralischen Intuitionen, die uns auf den richtigen Weg führen, und unserem naturwissenschaftlich fortgeschrittenen Wissen. Das nenne ich in meinem Buch die neue Aufklärung. Ja, die alte Aufklärung hat irgendwann den Fehler gemacht, dass wir den naturwissenschaftlich-technologischen Fortschritt vom moralischen Fortschritt entkoppelt haben. Deswegen sind die Philosophen, die Zurufe am Rand, die alles sagen dürfen. Die Freigeister, weil man irgendwie meint, es hätte eh keine Relevanz. Ja? Während die naturwissenschaftlich-technologischen Aussagen, wenn der Eric Schmidt von Google was sagt, dann hören sie alle zu. Ja? Dabei sagt er meistens nur dummes und gefährliches Zeug. Ich glaube, das muss die Kombination sein. Das ist mein Gedanke jedenfalls. Ja, das ergibt sich in multidisziplinären Teams. Die Philosophen können das natürlich auch nicht alleine, weil ich weiß ja nichts über das Virus, was Hendrik Streeck mir nicht sagt. Ich habe es noch nicht verstanden, Herr Gabriel. Ja, ich mache es so konkret also wie möglich. Die ethische Abwägung. Hier haben wir das Prinzip Vorsorge. Genau. Ja, und dort haben wir die Folgeschäden, die Sie markiert haben. Genau.
Wie kann der ethische Maßstab sein, an dem sich eine Gesellschaft orientieren kann? Das wünsche ich mir in einfacher Sprache. Ja, also nehmen wir die Folgeschäden. Dafür brauchen wir jetzt wieder Modelle. So wie wir virologische gute Modelle jetzt haben, mit denen wir operieren, die immer besser werden und so weiter. So brauchen wir jetzt ökonomische Modelle, soziale Modelle, politikwissenschaftliche Modelle und geopolitische Gesamtexpertise. Zum Beispiel sollte es so sein, was ich für richtig halte, ich mache jetzt eine fallible Hypothese, dass der Türkei-Griechenland-Grenzstreit nicht nur wegen Gas zustande gekommen ist, sondern durch die Verschärfung der Grenzen wegen der Pandemie entschiedenen Grenzschließungen. Dadurch sind Grenzen sichtbarer geworden und das hat soziale Konsequenzen, sagt die politische Philosophie. Wenn das also stimmt, was wir aus den Border Studies wissen, dann haben wir jetzt hier schon mal das Risiko, dass wir also zwischen NATO-Partnern einen Krieg riskieren im Kontext einer Pandemiebekämpfung. Ja, so. Und da müssen wir uns dann nämlich fragen, ist das eine gute Idee? Antwort meines Erachtens nein. Ich mache jetzt das Kalkül mal zu Ende. Ich rechne den Gedanken nur zu Ende. Ist alles fallibel. Ja? Ich würde zum Beispiel sagen, sofort alle Grenzen öffnen. Der Gedanke der Grenzschließung halte ich für ganz fatal. Ja? Wir bleiben bei AHA, also nicht Alltagshygiene, Alltagsmaske, Hygiene und so weiter, nicht was wir kennen und Abstand. Das sind ja die drei, also Abstand, Alltagsmaske, Hygiene wegen Viruslastsenkung. So interpretiere ich jetzt Hendrik Streeck, dass das ein wichtiger Faktor ist zur Senkung der schweren Verläufe, ja, und jetzt aber sofort alle Grenzen auf, denn die Schließung von Grenzen hat gigantische Wirkungen, ja, so, und jetzt hätten wir das Team, das das zusammenbringt, die geopolitischen Strategen, und die machen das Gesamtkalkül, und daraus folgt zum Beispiel meines Erachtens sofort als nächste dringende Maßnahme die Öffnung von Grenzen. Man kann ja weiter Regulierung hygienisch meinetwegen über Reisewarnungen, wir haben ja andere Methoden. Aber was soll das, dass die Grenzen geschlossen sind? Wieso hat denn die EU die Grenzen geschlossen? Erst beschweren wir uns zu Recht, Trump macht die Grenzen zu, was für ein undenkbares Desaster. Was macht die EU als nächstes? Die Grenzen zu und dann noch innerhalb der EU. Skandal, was haben wir denn getan? Ja, Ursula von der Leyen musste sich bei unseren italienischen Freunden entschuldigen. Ja, wir haben das vergessen jetzt, wir haben die Beatmungsgeräte nicht geliefert, wir haben Italien, Frankreich im Stich gelassen. Das waren alles meines Erachtens moralisch offensichtlich inakzeptable Folgeschäden, die wir jetzt schon hatten. Wir nehmen das mal als ein Beispiel. Als ein Beispiel, wie eine Argumentation laufen könnte. Damit wir nicht falsch abbiegen. Nein, es ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Ja. Genau. Wie stellen Sie sich das vor, das Abwägen von Risiken? Ja, wie wir vorhin schon drüber geredet haben, als gesellschaftlichen Dialog, einen gesellschaftlichen Prozess. Unser ganzes Leben ist ja voller Risiken und das ist eben ein zusätzliches, ein ernstzunehmendes Risiko und der Umgang mit so einem neuen Virus, das haben wir ja in den letzten Jahren immer mal wieder gelernt. Wenn man sich in den 80er Jahren an die Beginn der HIV-Pandemie zurückerinnert, gab es ja auch die Vorschläge von Gauweiler, zum Beispiel Internierungscamps und Pflichttests und so weiter. Das haben wir ja nicht gemacht, sondern wir haben einen gesellschaftlichen Diskurs am Ende geführt und versucht, das Pandemiegeschehen auch in Deutschland, was uns sehr gut gelungen ist im Übrigen, auf ein Minimum zu halten, aber ohne, dass wir einen gesellschaftlichen Schaden davontragen. Und genauso, ich habe keine Patentlösung, aber keiner hat die, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns über so ein Virus nicht zerreißen lassen als Gesellschaft. Wir hatten ja vorhin, Herr Gabriel, den Punkt eingeklammert, den Sie uns angeboten haben, nämlich die Frage, warum diese Konzentration auf ein Lebensrisiko. Ich glaube, jetzt haben wir die Zeit, um das zu entwickeln. Was ist Ihre Vermutung? Meine Vermutung ist, dass wir einen sehr schlechten Umgang haben mit unserer eigenen Sterblichkeit. Ja, das ist eine uralte philosophische Diagnose, dass wenn man solche massiven Schiefstellungen wahrnimmt, dass häufig ein großer Faktor ist,
die Flucht vor der eigenen Sterblichkeit. Also das Gefühl, wir haben ja, das ist übrigens natürlich auch biologisch teilweise erklärbar, warum wir das haben, aber wir haben ja den Eindruck, sozusagen unsterblich zu sein. Man weiß kognitiv, es gibt ein Verfallsdatum, irgendwann ist Schluss, man weiß nicht wann. Ja, so, Heidegger hat das ja in Sein und Zeit sehr gut beschrieben, genau diesen Eindruck. Es sterben immer die anderen. Ja, so, Tante Anna und so ist jetzt weg. Also gestorben wird komischerweise immer bei den anderen. Für die Mediziner ist das ganz anders, weil die haben Leben und Tod als Gegenstand. Das erlebt man anders. Aber viele Menschen haben diese Verdrängung. Und Heidegger hat, da kann man ihm folgen, in Sein und Zeit, seinem Hauptwerk, gut beschrieben, dass die moderne Öffentlichkeit dazu neigt, den Tod zu verdrängen und bloß hinter Zahlen noch zu kaschieren. Ja, Rainer Maria Rilke hat das als Dichter genauso beschrieben. Was fehlt, ist, wie Rilke das genannt hat, der eigene Tod. Da hat es der Heidegger ja geklaut. Aber jedenfalls der Gedanke ist, also langer Rede, kurzer Sinn, wir verdrängen das Sterben aus der Öffentlichkeit. Und jetzt ist das so, wie wir das vorher diskutiert haben, Posthumanismus, irgendwann laden wir unser Bewusstsein auf eine Online-Plattform und dann leben wir in Roboterkörpern unsterblich weiter. Und wir haben, glaube ich, eine sehr ungesunde Einstellung zum Lebensrisiko. Und jetzt haben wir ein Lebensrisiko, das wir mit einem maximalen Fokus und Milliardeninvestitionen scheinbar eliminieren können. Und das ist, glaube ich, so ein unbewusster Versuch. Ja, da müsste man die Psychoanalyse jetzt auch interessanterweise zu wenig gefragt worden in der derzeitigen Lage. Ja, Stichwort Todestrieb und so weiter, Thanatos. Also das hier ist, glaube ich, der Versuch, die eigene Unsterblichkeit herzustellen. Wenn es uns jetzt gelingt, ganz schnell, was vermutlich eben nicht kommen wird, ja, ganz schnell den Impfstoff, der uns das Ding wegspritzt, in der Rekordgeschwindigkeit, so schnell haben wir es noch nie gemacht. Wir kennen ja diese Berichterstattung. Ja? Bei den Pocken hat es so lange gedauert und so. Diesmal schaffen wir in anderthalb Jahren das Unmögliche. Das scheint mir, ja, die Fantasie, also treibend, ein treibender Faktor, ist die Fantasie des Menschen, seine eigene Unsterblichkeit herzustellen, indem man es diesem einen Virus jetzt mal so richtig gibt, um jeden Preis. Ja? Das scheint mir ein Faktor zu sein. Herr Strick, Sie haben sich ja auch über unseren Umgang mit Risiken Gedanken gemacht. Es gibt ein ganz interessantes Video, kann ich empfehlen. Da haben Sie in einer Kirche in Münster neulich vorgetragen, über Risiken gesprochen und auch verschiedene Risiken des Lebens nebeneinander gestellt. Vielleicht geben Sie uns mal eine Idee davon, warum wir da so unterschiedlich agieren. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir die Gefahr nicht einschätzen können und wir können nicht selber im eingreifen. Wir haben viel mehr Angst, mit dem Auto zu fahren, als viel mehr Angst zu fliegen, als mit dem Auto zu fahren, weil beim Auto hat man das Gefühl, man kann dann immer noch auch als Beifahrer reingreifen und das Steuer rumreißen, beim Flugzeug eben nicht. Dabei ist, wenn man mit dem Taxi am Flughafen angekommen ist, ist der gefährlichste Teil der Reise schon vorbei. Und genauso zieht sich das durch alle unsere Wahrnehmungen, dass wir Angst vor dem Irrationalen oder nicht Greifbaren haben, aber vor dem Greifbaren sehr viel weniger Angst. Wir haben keine Angst vor der Mandelentzündung, weil sie eben immer schon da war. Vor diesem Virus haben wir große Angst und großen Respekt. Wir haben keine Angst, wir haben Angst vom Haiangriff. Dabei sterben nur 6 Menschen pro Jahr im Durchschnitt an einem Haiangriff. Aber keiner hat Ängste vor Wespen oder Bienen und 14.000 Menschen sterben pro Jahr an Wespen- und Bienenstichen. Das sind diese Einordnungen, die wir gar nicht machen wollen, weil die Biene kann man eben zerklatschen oder weghauen. Da haben wir keine Angst vor. Der Hai, wenn der auf einen zurauscht, dann hat man das Gefühl, es ist schon um einen geschehen. Und genauso bewegt sich das in meinen Augen mit dem Virus. Aber Ängste sind leider in so einer Pandemie, Ängste sind ja manchmal gut, die zu haben, aber in diesem Fall sind sie irrational und ganz schlechter Ratgeber. Gerade weil sie politisierbar sind, sie sind manipulierbar und am Ende wird man auch eher leichtgläubig für Ratschläge, als dass man sie selber hinterfragt, weil man ja Angst davor hat. Und es macht ja natürlich erstmal Sinn, sich wegzuschließen und zu sagen, man bleibt zu Hause und man schaut, dass man kein Virus abbekommt. Und am Anfang hat es auch für alle Sinn gemacht, aber das sind Schritte, die am Ende auch aus der Angst weiterleben. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr drin.
Was hatten Sie vorhin gesagt, Herr Gabriel? Wir sind rationale Tiere. Das ist ja eigentlich, was Herr Streeck jetzt gesagt hat, ist eine Beleidigung für das rationale Tier Mensch. Nee, auf eine bestimmte Weise schon, aber andererseits auch nicht. Denn wir haben ja eine sehr ausgearbeitete, in der Psychologie berühmt, Daniel Kahnemann, auch Nobelpreisträger, mit dem ich noch im November interessanterweise über solche Dinge gesprochen habe. Da ging es um das Umweltthema, hatte auch interessante Modelle. Aber Klammer zu, es ist also die Bias-Forschung. Ja? Das ist natürlich auch aus der philosophischen Logik bekannt. Fehlschlüsse. Das sind, wir begehen massive Fehlschlüsse in unserem Alltag. Aber die können wir ja gerade korrigieren durch Rationalität. Das heißt, die psychologische Bias-Forschung oder auch in anderen Verhaltenswissenschaften, Stichwort Verhaltensökonomie, da wird ist das sehr gut erforscht inzwischen. Ja, ökonomisch auch, dass Menschen sich häufig völlig irrational verhalten, nach rationalitätstheoretischen Standards. Aber diese Forschung selber ist ja nicht irrational. Das heißt, wir können das ist wieder wie mit dem Löwen. Der Löwe kann seine Irrationalität nicht korrigieren. Ja? Deswegen können wir Löwen relativ gut manipulieren. Die Armen, deswegen gibt es so wenige von denen und so viele von uns. Ja? Das ist die Rationalität, die wir haben. Ja, wir können das bei uns korrigieren, aber nicht unbedingt als Massenphänomen. Das Problem, mit dem wir jetzt zu tun haben, könnte natürlich sein, dass wir einerseits wissenschaftlich genau das sehr gut studieren können, ja? Andererseits, aber das dürfen wir nicht unterschätzen, jetzt um nochmal meinen Schlag gegen die Digitalisierung in dieser Phase auszuholen, ja? Die Forschung, die wir gerade aufrufen, Behavioral Economics und so weiter, wird massiv vor allen Dingen von den US-amerikanischen Tech-Monopolen auf ihren Plattformen eingesetzt, damit wir diese Sucht haben, die wir alle kennen, ja? Das Gerät rausholen und so weiter. Da kommt diese Forschung stark zum Einsatz, ja? Nudging und so weiter. Ja? Wenn Sie zu lange an Ihrem Handy nichts machen, werden Sie sehen, kriegen Sie eine Mitteilung. Und wenn Sie in sozialen Netzwerken sind, dann in der Regel eine, dass Sie in einem Foto getaggt worden seien. Der Grund ist, dass Sie das immer sehen wollen. Ja? So, das ist alles studiert. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind rational, aber es ist extrem, genau weil wir das sind, können wir Forschung wissenschaftlicher Art, also höchste Rationalität, auch gegen den Menschen einsetzen. Also als Alltagstiere sind wir subliminal steuerbar. Was ist das jetzt? Ja, das heißt, unterhalb unserer Aufmerksamkeit, unterhalb unserer rationalen Kontrolle sind wir durch Reize steuerbar natürlich. Wir sind ja angepasst an unsere Umwelt. Ja, ich denke aber, ja. So ein Virus ist eben auch etwas, was man nicht greifen kann. Das macht, wir kennen alle irgendwie Outbreak oder Contagion oder Walking Dead, das sind ja alles Viren gewesen, die das verursacht haben. Und das ist sowas, was Angst macht und überhaupt nicht greifbar ist. Und genauso wird damals, vielleicht da erinnern sich noch die meisten dann, als Creutzfeldt-Jakob durch Mad Cow Disease, also durch Rindfleisch übertragen wurde, hatten ja unheimlich viele Angst vor Creutzfeldt-Jakob und Löcher im Gehirn zu kriegen und daran zu versterben. Weltweit sind in dem Jahr mehr Menschen an verschlucktem Lampenöl gestorben als an Creutzfeldt-Jakob. Und das sind so, aber diese Zusammenhänge, die wir einfach nicht wahrnehmen wollen. Auch nicht so leicht können, weil die Frage ist natürlich, was machen wir mit den Zahlen? Nicht? Wenn man jetzt das genaue Risiko bemessen würde, alle Faktoren, soweit wir das können, dass man sich heute Abend hier infiziert, dann käme irgendeine Zahl heraus. Was würde daraus folgen? Hätte man nicht hierher kommen sollen? Wie hoch muss die Zahl sein, dass man, wenn man vorher allen mitgeteilt hätte, die Zahl der Wahrscheinlichkeit, dass Sie, dieses Individuum, sich heute infizieren, ist X. Ja, wie hoch müsste sie sein, dass Sie zu Hause bleiben? Und ich glaube, darauf kann niemand eine Antwort geben. Und das ist das Problem an Statistiken. Wir können eine Zahl davor setzen, dass statistisch gesehen wahrscheinlich von 100 Infizierten oder von 200 Infizierten sich vielleicht einer verstirbt, aber man kann nicht sagen, welche Person es sein wird. Aber das wirft eine ganz wichtige Frage auf. Brauchen wir nicht irgendwann auch eine Zahl, um zu sagen, so, jetzt haben wir es hinter uns? Oder was kann dann ein Kompass sein? Denn Sie haben uns ja darauf eingestimmt, dass wir mit Corona über Jahre leben werden. Dann braucht man ja irgendwann eine Exit-Strategie, oder? Genau, das hat am Anfang in der Diskussion gefehlt. Und Sie haben das, ich finde auch, wir brauchen einen Kompass, eine Richtschnur, wo wir hinwollen. Und am Anfang fand ich das sehr einleuchtend mit Flatten the Curve. Wir wollen das Gesundheitssystem nicht überlasten. Das als Grundidee war ja wichtig. Und danach auch
die Regeln abzustimmen. Wenn man sich, eine Pandemie ist ja nicht vorbei. Also die wird, wenn es sich so entwickelt wie alle anderen Coronaviren auch, die wir haben, also die endemisch bei uns sind, dann wird es immer in Wellen hoch und runter gehen. Das ist wetterabhängig und wir werden im Winter und Herbst hohe Zahlen haben, im Sommer niedriger und dann geht es immer wieder hoch und runter. Ob ein Impfstoff kommt oder nicht, das kann keiner seriös vorhersagen. Wir haben gegen keinen großen infektiologischen Killer der Welt einen Impfstoff, sei es Malaria, Tuberkulose, Dengue, HIV. Das ist einfach etwas, was man nicht vorhersehen kann. Und in solchen Forschungen geht, wie man es gerade gesehen hat, geht immer mal auch was schief, dass man, alleine in den 60er Jahren wurde für ein RSV ein Kinderimpfstoff entwickelt. Die Kinder waren alle geimpft, allen ging es gut. Einige haben sich dann aber infiziert und hatten eine viel schlimmere Antwort. Viel schlimmere Erkrankung und zwei Kinder sind daran verstorben. Sowas kann eben auch passieren und das sind solche Überlegungen, die man natürlich sehr viel in der Impfstoffforschung hat und Vakzinologie und überhaupt nicht vorhersehen kann, ob sowas passiert oder nicht. Was ich damit sagen will, es kann sein, dass wir im Januar vielleicht den ersten super Impfstoff haben, der dann im Herbst gegeben werden kann nächstes Jahr. Es kann aber auch noch 5 oder 10 Jahre dauern, weil es keiner weiß. Hm. Und da würde ich jetzt sagen, da kommt direkt die moralische oder sonstige gesellschaftliche Überlegung ins Spiel. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt die Information, ist ja nicht unwahrscheinlich, wir können jetzt Wahrscheinlichkeiten wieder ungefähr aufstellen, nicht? Es ist nicht super wahrscheinlich, dass das Top-Szenario eintrifft, also ein, sagen wir mal, deutlich über 70% wirksamer Impfstoff, der im Januar prinzipiell verfügbar ist. Und schlimmer ist ja, wenn man einen hat, der ist zu 50% effektiv, gibt man den dann? Ja. Und die Leute denken, sie sind geimpft, sind sie aber nicht? Genau. Das sind alles, also deswegen haben wir da ganz viele Szenarien, auch dieses, ja. Und jetzt nehmen wir aber an, wir hätten die folgende Information als Gedankenexperiment. In den nächsten 5 Jahren impfen wir das Ding nicht weg. So, heißt das, dass wir jetzt der Meinung wären, dann lassen wir die Oper zu oder die Universität? Da würde ich sofort sagen, nein, ich würde es für unvorstellbar irrational halten, an dem Gedanken festzuhalten, die Universitäten bleiben geschlossen und die Opernhäuser bleiben geschlossen. Übrigens auch interessant, wir haben ja ein gesellschaftliches Thema, das wir multidisziplinär lösen müssen. Schule ist auf, Uni ist zu. Sagt man nur Fragezeichen. Ja? Eisdiele auf, Bibliothek zu. Okay, gut. Aber wollen wir ernsthaft 5 Jahre die Oper zulassen, bis sie verfallen ist? Wäre uns das wert? Ja? So, und ich glaube, wenn wir das so machen, derzeit ist ja doch die Wahrnehmung, glaube ich, stark. Wir tauchen so ein bisschen durch, dann kommt der Impfstoff, dann wird wieder gut sein. Ja, das, glaube ich, entspricht nicht dem Stand der Forschung. Das ist, glaube ich, keine rationale Annahme. Und das halte ich wieder für ein Problem in der derzeitigen Lage, dass wir nicht hinreichend klar gesellschaftlich darüber informiert sind. Das sind nicht die Mediziner schuld, ja, wie das wirklich ist. Anthony Fauci hat es gerade den Amerikanern gesagt, ist hier auch nicht klar genug angekommen. In einem unvorstellbar optimistischen Szenario kommt irgendwann 2021 ein 70-75% wirksamer Impfstoff, der aber auf gar keinen Fall bis Ende 2021 verteilt sein wird. Und selbst das ist nicht das Ende der Pandemie, sondern sind alles nur Maßnahmen zur Kontrolle der Kurven. So, das heißt, das ist nicht vorbei im Januar 2022. Und um das auch nochmal einzuordnen, neben SARS, was sich besonders verhalten hat, also der erste Coronavirus, was so ein bisschen Angst und Schrecken verursacht hat, das ist ja verschwunden, also weil das so früh eingedämmt wurde und auch sehr schwer übertragbar war. Aber wir haben erst geschafft, einen einzigen Virus auszutreiben. Alle anderen Viren werden zwar kontrolliert mit Impfstoffen oder Medikamenten oder Maßnahmen, aber wir haben es nicht geschafft, mehrere Viren oder Virenfamilien über Impfung auszutreiben. Bei der Polio sind wir so kurz davor und dann flammt es immer wieder auf. Es gibt natürlich auch 3 Stämme, das macht es ein bisschen komplizierter, aber wir haben bisher nur die Pocken weltweit austreiben können. Und das mit einem sehr, sehr guten Impfstoff. Also, ich nehme mit und Sie auch, dass die Tatsache, dass ein Virologe die Phil Cologne miteröffnet, möglicherweise kein Ausnahmetatbestand bleiben wird. Und jetzt, ganz profan gesagt, weil wir hier regeltreu sind, jetzt wird gelüftet und vorher bedanken wir uns bei Markus Gabriel und Hendrik Streeck. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen.